Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir schauen heute mal Anfang der Woche rein, was wir so in Minecraft alles so ein bisschen wieder dazu bekommen haben. Wir fangen erstmal an mit dem Shop. In Minecraft an sich ist hier nicht allzu viel Neues drin, was man eigentlich besprechen muss. Skin-Pakete, Mesh-Up-Pakete sind gekommen, aber die interessieren uns so an sich nicht. Was aber sehr interessant ist, ist, dass Minecraft uns jetzt ein 50 Euro Deluxe-Paket anbietet, so für sich, für die neue Minecraft-Version. Ich habe mir das ein bisschen angesehen und ich sage mal, diese 50 Euro verstehe ich nicht so ganz, weil man erhält zwar das neue Minecraft und dennoch so alte Mesh-Up-Pakete, alte Skins, alte Texturpakete, die es eigentlich auch schon bei der Xbox One-Version gab. Also eigentlich kriegt man da nur das alte hinterhergeworfen. Ich rate also von diesem Kauf eher mehr ab. Kauft euch, wenn, höchstens nur die normale Minecraft-Version halt für 25 Euro. Das reicht schon, wenn ihr noch kein Minecraft besitzen solltet. Aber ich glaube, heutzutage hat das ja jeder. Ansonsten geht es heute in der Folge darum, dass wir einen neuen Server dazu erhalten haben auf den Konsolen, und zwar Groovy Craft Games. Da kommt auch gleich eine Frage von mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Groovy Craft ist zurzeit der Server, der am besten läuft von der Verbindung her. Alle anderen Server sind immer noch so ein bisschen instabil, wenn man so rein joinen möchte, dann dauert das immer ewig, man fliegt oft raus. Ist bei Groovy Craft Games erstmal noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja auch mit den paar Updates, denn da gibt es ja erstmal nur zwei Spiele. Ja, und zwar gibt es da Egg Wars und Sky Wars. Na gut, die Spiele sind jetzt nicht so allzu neu oder eigentlich kennt man die auch schon von den anderen Server her, aber da gibt es halt neue Karten. Also wenn man Lust hat, mal wieder Sky Wars auf neuen Maps zu spielen oder Egg Wars, dann ist Groovy Craft Games genau das Richtige. Wie gesagt, alle Spiele sind da noch nicht veröffentlicht, wir können nur abwarten, was da noch so dazu kommt. Ansonsten für die, sage ich mal, Lobby an sich, sage ich mal, ist zwar schön gestaltet, aber wie man es immer so kennt, von vorne hui, von hinten fui. Weil ich habe mir das von beiden Seiten angeguckt und ich kann nur sagen, ist zwar schön gebaut, aber auf der Rückseite sollten sie doch ein bisschen dran feilen, weil man kann da halt rumlaufen und da sieht das halt nicht mehr so toll aus. Ja, aber ansonsten habe ich auch gleich mal was ausprobiert. Sky Wars kennen wir, Egg Wars kannte ich noch nicht, habe es mir also einmal ausprobiert. Und komischerweise ist, als ich das auch gleich zum allerersten Mal spielte, es ist zwar wie Bed Wars, nur halt, dass man statt ein Bett ein Ei hat. Und das war eigentlich auch der große Unterschied. Und ich habe gleich... Ich wollte eigentlich erstmal ausprobieren und noch nicht so mit Stimme aufnehmen, habe dann auch erstmal aufgenommen, das siehst du ja jetzt, und hat mir eigentlich relativ gefallen. Das Beste war einfach nur, ich habe ein paar Kills gemacht, habe auch am Ende dennoch gewonnen, sehen wir gleich. Und das fand ich echt toll, ne? Gleich erstes Spiel gleich gewonnen, das hat mich natürlich gleich noch ein bisschen angereizt, noch eine Runde zu spielen. Habe ich zwar nicht gemacht, aber ich hätte schon Lust gehabt. Naja, ansonsten, neuer Server, kann man ausprobieren. Und das war es eigentlich auch schon für dieses Video, was ich eigentlich heute ansprechen wollte. Groovy Craft Games haben wir dann abgearbeitet. Wir warten einfach mal ab, ob da noch ein paar weitere Modis rauskommen. Wie lange das wohl dauern wird, wer weiß. Auch bei Mineplex dauert das immer ewig, bis da was Neues kommt. Aber ansonsten habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, ich weiß, ich frage heute ziemlich oft, aber die Frage ist einfach, welche Minecraft-Version hast du derzeit? Denn durch diese ganzen Updates, für das Aquatic-Update, dass wir die Betas und sowas kennen können, haben sie das Spiel ein bisschen durcheinander gebracht. Ich selbst wusste eigentlich erst nur von zwei Versionen, und zwar diese normale Version, wo du an sich ja nicht so richtig eine Beta installiert hast, ist ja eigentlich die 1.2.13er-Version, so wie ich das habe. Ich kenne zwar welche, die haben die Beta, die sind ja jetzt bei der 1.2.20er-Version. Und dann gibt es noch Leute, von denen ich das gar nicht wusste, die nicht richtig Beta haben, aber trotzdem schon im normalen Spiel drin, Beta-Sachen. Und die sind jetzt bei der 1.2.14er-Version, also eigentlich eine Version weiter, was mich ein bisschen verwirrt. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gemacht für alle Minecraft-Spieler, denn viele können halt so miteinander nicht mehr spielen, weil eine verschiedene Version ist ja klar, dass man da nicht zusammen spielen kann. Meine Frage jetzt an dich, was für eine Version hast du derzeit? Hast du auch die Beta oder bist du auch mehr dafür, hey, ich spiele doch lieber erstmal so Minecraft und warte einfach, bis wirklich das Offizielle kommt, weil es ist ja alles noch ein bisschen auch leicht verbuggt, wenn man die Beta spielen sollte. Naja, wir hoffen mal, dass das Aquatic-Update nicht mehr allzu lange dauert. Es sollte ja schon eigentlich vor längerer Zeit rauskommen, aber ich glaube, das heben sie sich noch auf, weil die Minecon ist ja auch bald. Und ich glaube, wenn die Minecon zu Ende ist, wird es hoffentlich auch kommen. Naja, ansonsten war es das hier auch erstmal für die Folge. Wir schauen ab, was hier so passiert. Ansonsten, wir hören uns dann in der nächsten Baufolge. Wir bauen ja dann die Polizeistation weiter. Und hiermit würde ich auch das Video einfach mal beenden. Safety stehen kann ich nicht, aber tschüss sagen, das kriege ich hin. Also dann sage ich einfach nur noch hier. Ja, tschüss.